Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Minecraft Direwolf 20. So, ich bin heute mal wieder alleine. Und wir sind hier immer noch in dieser gottverlassenen Welt. Da hat Linking Book kommen wir noch dabei, das ist sehr schön. Ich wollte jetzt mal schauen, was man hier noch so mal finden kann. Weil hier gibt es manchmal so Bibliotheken, nenne ich es mal. Und da kann man ein paar Seiten drin finden. Und darauf habe ich mal gerade abgesehen. Und wenn wir keine finden... Naja, ganz kurz noch nebenbei. Mulle ist heute nicht dabei, den habe ich nicht erreicht bekommen. Ja, der ist wohl noch weiter pennen. Oder so, keine Ahnung. Kann man nichts machen. Wenn er sich aber hier richtig scheiße die Gegend. Da ist wieder eine Pearlstone-Gedönse. Können wir ja eigentlich mal was von mitnehmen. Warte, ist das hier? Also das ist ein Bug. Hier ein Farbbug. Ihr wisst, was ich meine, so ein Shadowbug, wie man sie von Mike kennt. Nee, dann ist schade. Ich dachte, da wäre schon so eine Bibliothek gewesen. Aber anscheinend nicht. Komm, wir nehmen mal so ein bisschen Glowstone mit. Kann man immer gebrauchen. Ich hoffe, euch gefällt die neue Musik. Also die alte ist ja auch noch dabei, bloß ich wollte mal ein bisschen Abwechslung drin haben. Was ist eigentlich das hier für eine Brühe? Okay, da hau ich mal ganz schnell ab. Das ist mir dann doch ein bisschen zu gefährlich. Wäre nett, wenn das mal irgendeiner in die Kommentare schreiben könnte, was das für eine Gülle ist. Ist hier ernsthaft eine Netherfestung? Okay. Was ist das? Hier ist ein NPC-Dorf. Hier ist die Schmiede. Komm, nehmen wir mal den Expressway rein. Was uns nur anzubieten? Bücherregale, nein. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass hier ein NPC-Dorf ist. Da ist so ein Hobo-Goblin-Hoden-Kobold-Gedönse. Da sind Blümchen. Da ist ein Skelett! Das versuchen wir mal von hier oben auszuschalten. Aber warte, hier ist eine Schmiede. Gehen wir da mal hier rein. Oh, nehmen wir mal mit. Das kann nicht verkehrt sein. Hier wollten wir rein. Dann gehen wir von oben rein. Oh oh. Okay, das ist tot. Wir nehmen hier echt mal alles mit, was geht. Oh, vom Monomikon habe ich jetzt gepeilt.
tun wir dann mal alles hier rein. Ah, das sind hier diese Guardians von Witchery. Also sollten wir bloß aufpassen, dass wir hier keinen schlagen. Mit denen habe ich schon böse Erfahrungen gemacht. Also hier einfach nicht durch. Scheint aber keine Truhe drin zu sein. Also hier gibt es ja echt einiges zu sehen. Was haben wir hier? Nichts Besonderes. Ich sehe da schon wieder kommen, dass ich später wieder zu viel will und dann drauf gehe. Lohnt sich in den Schein zu gehen. Gut, dann erforschen wir mal weiter diese Welt. Ich glaube, ich weiß jetzt, was das hier für eine lila Pampe ist. Kann das sein, dass das hier dieses Tainted Goo ist von Foamcrafters? Das könnt ihr euch gut vorstellen. Ah, der Server hakelt gerade wieder ein bisschen was. Dabei darf ich hier eine neue Map erstellen. Was haben wir jetzt schon? Ah, ja, wunderbar. Okay, was haben wir gelootet? Mighty Smelting, Diary of a Tinker, Observations of an Immortal, okay, das Formonomicon, Book of Biomes, Kermit Page Beach, Herbologie, und dann hier so eine Torn Page, was kann man damit machen? Observations of an Immortal, okay, kann man irgendwie herstellen? Nö. Ja, wir schauen nochmal ein bisschen weiter, was man hier noch so finden kann. Was ist das? Ah, okay. Jo, scheint ja ganz schön was zu finden hier zu sein oder so. Ja. Ich versuche mal erstmal meine Worte zu sammeln, bevor ich irgendwas laber. Ansonsten kommt hier wieder so ein wundervolles Gesumbrr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 r
Hier ist eine Kirche, hier ist meine Kirche. Da ist eine Bibliothek, da wollte ich hin. Da mache ich das aber nur ganz, ganz schnell was Platz im Inventar. Komm, das brauche ich nicht, das brauche ich nicht, eine Fackel brauche ich nicht und die Blume auch nicht. In diesen Bibliotheken kann ganz schön ein cooler Scheiß drin sein. Aber zuerst. Das war auch schon eine Fackel. So, hier sind nämlich ein paar Seiten drin. Spontaneous Explosions, Cave World, Accelerated, Lightning und Ender Starfield. So, jetzt haben wir ja schon alles. Von wegen. Hier in den Ecken sind noch Truhen drin. Also können Truhen drin sein. Hier haben wir noch Firefly Forest Biome, Tropics, Nutrient Distillation, Ocean Oil Field, okay. Ist ja nichts drin. Das hat sich schon gelohnt. Das hat sich echt meiner Meinung nach schon gelohnt. Ich war ein bisschen verwirrt, als ich Nutrient Distillation gesehen habe. Weil das ist eine Flüssigkeit von Ender-IO, die man für einen Generator benutzen kann. Ups, da bin ich an mein Mikro gekommen, nachdem ich gerade gekratzt habe. Aber ich würde sagen, irgendwie finden wir hier nicht mehr so wirklich viel. Und bevor das hier nicht so weiter rumleckt, machen wir uns dann doch mal auf den Heimweg. Die Teile hier sind böse. Das ist von Factorization ein Kolossus. Man sieht ja da in der Mitte. So meinte ich das nicht mit fatal. Oh cool, man kommt mit seinem ganzen Equip wieder. Das ist sehr schön. Die Level scheiße mal drauf. Auf jeden Fall, diese Kolosse, die können böse enden. Die können zu Serverabstürzen führen. So, jetzt bin ich dann am Schauen, wo ich die mal. Hier tun wir die mal runter. Ach, das geht gar nicht. Okay, dann stopfe ich die mal hier unten rein. Oh, und Und den tue ich noch raus. Ah, der hat das noch drin. Okay, das muss ich schon. Wieso? Ich frage jetzt gar nicht. Wie? Wieso? Jetzt sag bloß schon wieder, hier unten ist. Alter, wo hänge ich fest? Bitte, sag es mir. Und natürlich, hier ist. Hier ist schon wieder Blut im Tank. Also, dieses Blut hier, da kann man, glaube ich, so gut wie gar nichts mit machen. Einzig, wofür es da ist, es stört. Es setzt die Leitungen voll und wird von der Endothermic Pump abgepumpt. Müssen wir mal ganz kurz warten, bis das hier wieder leer gesogen ist. Tut mir leid. Beschwert euch beim Biome zur Plenty Bondmacher. Entweder soll man mal Nutzen für das Blut reinhauen, dass man da irgendwie was mit machen kann, was cool ist. Oder soll es komplett draußen lassen. So, ich wollte hier noch die Ingots reintun. Ich weiß gar nicht, wieso ich einen Stack Obsidian dabei habe. Entschuldigung. So. Ich würde sagen, jetzt noch was Neues anzufangen, lohnt sich nicht wirklich. Dann gibt es heute mal eine kürzere Folge.
würde ich sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn nicht, Anmerkung, Kritik, alles in die Kommentare. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.